Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. Seht mal, was ich hier habe, und zwar die Oppo Watch 46 mm. Ich teste zurzeit die Oppo Watch 41 mm Variante und habe jetzt auch noch hier die 46 mm Variante bekommen. Ja, momentan ist es ja so, dass wirklich nur sehr wenige Hersteller gibt, wie zum Beispiel Samsung, Apple und auch Huawei, die quasi regelmäßig ihre Watch auf den Markt bringen. Und es gibt sehr wenige Wear OS Uhren, wie zum Beispiel jetzt von Motorola, aber auch die neue TicWatch 3 Pro zum Beispiel mit dem neuen Snapdragon 4100er. Und ja, aber was die UI betrifft, beziehungsweise Wear OS, sieht halt wirklich sehr altbacken aus. Und bei Oppo sieht das Ganze anders aus, denn sie haben hier die 46 mm Variante und auch die 41 mm Variante. Die 41 mm Variante kam vor 3 Monaten circa raus und für um die 300 Euro das Ganze, und die Oppo Watch 46 mm Variante für rund 400 Euro. Ja, was ist jetzt so besonders an der Oppo Watch? Sie läuft natürlich mit Wear OS, aber hat noch ihre eigene Color OS drauf. Also wie bei den Smartphones haben die auch jetzt hier ihre eigene Oberfläche drauf, und das gibt irgendwie ja so einen frischen Look, und ich finde, dadurch ist Wear OS viel angenehmer, viel besser. So, dann würde ich sagen, wir packen das gute Stück jetzt einfach mal aus. Wir haben hier die Uhr abgebildet, die 46 mm Variante, Oppo Watch Schriftzug und hier auch nochmal Oppo Logo. Und hier unten, beziehungsweise hier hinten, habe ich noch ein paar Daten, aber dazu komme ich gleich nochmal. Ich würde sagen, wir machen das gute Stück jetzt einfach mal auf. Ich bin echt aufgeregt, denn die 46 mm Variante sieht natürlich etwas anders da aus als die 41 mm Variante. Also sie ist nicht nur größer, sondern was die Designsprache angeht, auch noch ein bisschen anders da. So, dann würde ich sagen, wir machen das gute Stück jetzt einfach mal auf. Ich bin echt aufgeregt und los geht's. So, wir werden auch schon hier direkt begrüßt, und die Smartwatch lege ich erstmal zur Seite. Wir schauen mal weiter, was da noch so alles dabei ist. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Und es geht weiter. Und zwar, wir haben hier natürlich hier ein bisschen Papierkram. Und zwar haben wir hier nochmal Oppo Watch 46 mm Variante LTE. Jetzt Achtung, LTE klingt gut, ist auch schön, aber nur mit Vodafone. Das heißt, ihr habt die eSIM-Funktion leider nur mit Vodafone. Das heißt, wenn ihr O2-Kunde seid oder Telekom oder sonst was, da wird die eSIM-Funktion auf jeden Fall, also sie funktioniert auf jeden Fall nicht. Also wenn ihr Vodafone-Kunde seid, dann könnt ihr euch eine eSIM-Funktion freischalten lassen und könnt quasi damit loslegen. Also sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Wissen nicht viele. Und ja. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch eine Schlaufe, eine Ersatzschlaufe, falls das mal irgendwie verloren gehen sollte. Finde ich ganz gut. Und wir haben hier natürlich ein Ladekabel bzw. Ladedock und Ladekabel selbst. Ich finde es jetzt nicht so schön, dass die das irgendwie so, ja, dass es irgendwie zusammen verschweißt ist. So nenne ich das jetzt einfach mal, oder verbunden ist. Es wäre schön, wenn es noch einen extra USB-C-Anschluss hätte. Somit, falls das Kabel irgendwie kaputt gehen sollte, dass man quasi nur das Kabel hier austauscht. Ansonsten habt ihr hier ganz normal USB-Typ-A-Anschluss und Ladedock selbst. Per Magnet wird das Ganze ja gehalten. Wir haben hier die 4 Pins und hier auch nochmal einen Oppo-Schriftzug. So, das war's auch schon. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht haben. Und es geht los. Die Folie ist entfernt. So, dann fangen wir einfach mal mit der Watch an. Wir haben hier vorne ein AMOLED-Display, ein Curved-Display mit 1,91 Zoll groß. Und ich bin echt gespannt darauf. Ich habe hier nochmal einen Vergleich, die Oppo Watch 41 mm Variante. Und hier seht ihr, es ist ein flaches Display. Und hier haben wir natürlich ein Curved-Display. Und die Größe natürlich ist, ja, das sieht man auf jeden Fall, 41 mm Variante, 46 mm Variante. Und ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Was die Specs angeht, wir haben hier den Snapdragon 3100. Das heißt, wir haben hier immer noch den alten Snapdragon-Prozessor drin, also Snapdragon Wear 3100.
Und es gibt ja mittlerweile den 4100er, das hatte ich ja bereits schon erwähnt gehabt. Die TicWatch 3 Pro hat es. Und ja, ich finde es halt ein bisschen schade, denn wir reden hier von rund 400 € und für 400 € ja, ist das Ding schon ein wenig teuer, muss ich sagen. Hätte es jetzt hier wenigstens den 4100er gehabt, dann ja, wäre es natürlich viel besser, was die Akkulaufzeit angeht. Natürlich habe ich auch von einigen Kollegen gehört, dass die Akkulaufzeit auch hier vom Oppo 46 mm Variante auch nicht schlecht ist. Das heißt, man kommt gut durch den Tag und ja, hier drin steckt auf jeden Fall der Snapdragon 3100. Dazu haben wir 1 GB RAM Arbeitsspeicher mit 8 GB internen Speicher und ja, hier drinnen, beziehungsweise hier läuft Wear OS von Google mit ColorOS Watch von Oppo. Ja, dann schauen wir uns einfach mal die Uhr genauer an. Hier hinten haben wir natürlich nochmal in dezent einen Oppo-Schriftzug und wir haben hier natürlich hier die Sensoren und wir haben hier hinten nochmal die 4 Pins, beziehungsweise damit wir das Ganze auch aufladen können. Wir haben ja hier nochmal den Ladedock. Ihr legt es einfach hier so drauf. Per Magnet wird das Ganze gehalten und schon wird das Ganze geladen. Ja, ansonsten haben wir hier natürlich hier noch so 2 Tasten, wo wir quasi hier die Armbänder austauschen können. Und das geht auch wirklich sehr leicht. Leichter als, ja, also leichter auf jeden Fall wie bei den Apple Watch. Bei den Apple Watch muss man natürlich von der Seite nochmal runterziehen. Je nachdem, was für ein Armband man hat, ist es natürlich schwierig. Hier ist es natürlich anders. Da ist es natürlich direkt angedockt und sieht wirklich ganz gut aus. Ja, die Apple beziehungsweise die Oppo Watch sieht natürlich aus wie die Apple Watch. Das ist ja schön abgeguckt, nenne ich das jetzt einfach mal. Aber trotzdem haben sie trotzdem hier ihre eigene Designsprache, denn wir haben hier ein Curved-Display und trotzdem finde ich es gar nicht mal so schlecht, denn es sieht wirklich sehr gut aus und sehr modern vor allem. Denn die heutzutage, die Uhren, die wir so alle kennen, sind ganz normale Uhren. Und in so einer Form hatte ich oder beziehungsweise kenne ich noch keinen Hersteller, der so eine Uhr entwickelt hat mit Wear OS, ne? So, dann würde ich sagen, wir schalten das Gerät jetzt einfach mal ein und los geht's. Und wir werden auch hier direkt mit Oppo begrüßt und ich bin echt gespannt. Was hier den Armband angeht, wir haben hier Silikonarmbänder, ja, so ein bisschen Kautschuk. Ist nicht schlecht, fühlt sich ganz gut an. Um das Ganze natürlich zu verbinden, braucht ihr natürlich Wear OS. Das heißt, ihr braucht die App, braucht ihr entweder über Android oder halt auch über iOS. Das heißt, die Watch könnt ihr natürlich auch mit dem iPhone koppeln. Das geht natürlich. Und hier steht auch schon auf jeden Fall Tap to Begin. Und das machen wir auch. Und hier seht ihr auf jeden Fall, das Display ist wirklich hervorragend. Sieht wirklich ganz gut aus. So, was den Akku angeht, 430 mAh groß und da bin ich schon echt gespannt, ob das wirklich gut ist, denn Snapdragon 3100 ist halt immer so eine Sache. Haben wir auch von Fossiluhren gesehen, die jetzt nicht so berauschend waren. Und hier bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber das, was ich jetzt bis jetzt mitbekommen habe, soll auch gar nicht mal so schlecht sein. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde es auf jeden Fall testen. Ich werde es auf jeden Fall mit meinem Google Pixel 5 das Ganze verbinden lassen und beziehungsweise einrichten. Und dann werde ich es auf jeden Fall testen. Ich bin echt gespannt. Was mich auf jeden Fall interessiert, sind auf jeden Fall die Sensoren hinten. Denn hier haben wir natürlich nochmal die Oppo Watch 41 mm Variante. Und ja, wir sehen hier, die Sensoren sind eigentlich recht identisch, muss ich sagen. Kaum Unterschiede. Und sieht wirklich ganz gut aus. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal probieren, wie das Ganze aussieht. So, das Schöne daran ist, was ich auch auf jeden Fall vergessen habe, dass dieser Armband hier auf jeden Fall größer ist, denn bei der 41 mm Variante ist es so, dass es wirklich ziemlich, ja, kurz ist und also das passt überhaupt nicht und es ist eigentlich eher gedacht für Frauen, für Damen, die ja, schmale Handgelenke haben und von daher ist es eigentlich eher was,
Aber ich habe dazu auch noch nichts mitbekommen, ob man natürlich auch die Armbänder extra kaufen kann, also die dann etwas länger sind. Das habe ich noch nicht mitbekommen. Und das hier ist auf jeden Fall lang genug. Und ich muss sagen, das sieht doch wirklich fein aus. Und das sieht wirklich sehr gut aus. Was die Farbe angeht, wir haben hier so eine Art, ja, so einen Blauton. So, ja, so ähnlich wie die Apple Watch in Blau. Nur die ist auf jeden Fall etwas dunkler und sieht wirklich sehr cool aus, muss ich sagen. Ja. So viel dazu. Ich werde es auf jeden Fall testen und werde es auf jeden Fall erstmal einrichten. Und ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.